darüber reden, was jetzt heute Morgen, ich weiß gar nicht genau um welche Uhrzeit, ist auch vollkommen egal, was jetzt heute Morgen die Runde gemacht hat. Und zwar ist ein, haltet euch fest, ein Teaser zu einem Teaser erschienen, der angeblich darauf hinweisen soll, dass wir zum Super Bowl hin einen Teaser zu Jurassic World 4, dem neuen Jurassic-Projekt, auf jeden Fall bekommen sollen. Wir werden uns diesen Teaser zum Teaser gleich mal anschauen. Ich habe da reingeguckt gehabt, macht euch einfach mal selber ein Bild gleich dann davon, was ihr davon haltet. Es wurde ebenfalls auch schon drunter geschrieben, ja, ob das jetzt echt ist, weiß man nicht. Und andere schreiben wieder, ja doch, das wäre wohl im Netz jetzt ganz groß verbreitet worden. Mich wundert aber eben nur, dass Universal selber nichts dazu gemacht hat. Aber ja, das hat es eben so mit Leaks auch irgendwie dann in sich. Warum eigentlich immer um 9 Uhr oder so? Weil ich einfach immer hardcore früh wach bin. Deswegen. Und weil ich abends meistens keine Lust mehr habe und abends dann lieber Videos schneide, anstatt live zu gehen. Ich versuche jetzt hier gerade mal kurz den Teaser rauszufischen. Ich habe mir nämlich extra abgespeichert. Ganze 18 Sekunden lang geht der angebliche Teaser zum Teaser zum neuen Jurassic World Projekt. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es inzwischen auch wirklich Teaser zu Teasern gibt. Deswegen switchen wir jetzt gerade mal um und ich brauche meine Kopfhörer. Oder obwohl, das können wir, glaube ich, auch so machen. Das müsste auch so klappen. Gut, wir schauen da mal rein und danach diskutieren wir mal kurz darüber, ob das alles sein kann, ob es irgendwie Sinn ergibt, was ich davon halte. Und wir gucken. Und los. So, das war's im Endeffekt auch schon. Mehr sehen wir hier erstmal nicht. Wie gesagt, ihr müsst euch überlegen, ein Teaser ist schon relativ kurz. Das ist jetzt eben hier ein Teaser zu einem Teaser, ein angeblicher. Das Ganze sieht schon relativ echt aus, zumindest jetzt hier am Endbild. Ja, hier haben wir dann eben noch das Datum 2025, das kennen wir eben auch alle schon. Sieht aber sehr echt aus. Ja, genau. Das Ding ist eben einfach nur, dieser Teaser erklärt uns wirklich nichts, was wir nicht schon wissen. Und das ist schon irgendwie auffällig. Wie gesagt, zum einen ist das Teil eben nicht von Universal selber veröffentlicht worden. Und zum anderen sehen wir hier einfach das Universal-Logo. Dann sehen wir das hier. Das erinnert mich sehr stark an diese ganzen Horror-Short-Footage, wenn ihr die kennt, aus dem Jurassic-Universum. Und dann das. Also ich hätte mir jetzt zum Beispiel gedacht, zum Beispiel wenn man sagt, wir machen jetzt einen Teaser, der uns darauf hindeuten soll, ey, schaut den Super Bowl, da kommt jetzt der erste richtige Teaser raus, dass dann hier auch wohl irgendwo mal ein Verweis darauf sein soll. Den haben wir aber nicht. Wir sehen einfach nur, naja, wie gesagt, wir sehen eben einfach nur Dinge, die wir halt selber schon wissen. Das sieht sehr professionell aus, weil wir eben hier das Logo in der Mitte haben und dann da unten eben diese ganzen IMAX, Dolby Cinema und so. Aber auch das macht keinen Sinn, das jetzt hier schon einzufügen. Quasi die Varianten, wie ihr den Film gucken könnt, obwohl das eigentlich nur ein Teaser zu einem Teaser sein soll. Das ist so, das wurde halt auch sehr oft im Internet kritisiert, dass da halt Informationen mit dabei sind, die du überhaupt nicht bräuchtest für sowas. Wichtig wäre es herauszufinden, okay, wann kommt jetzt der offizielle Teaser raus? Super Bowl, ist das wichtig, bla bla bla. Und nicht, dass das Teil in Real 3D nächstes Jahr erscheint. Das ist noch viel zu früh, um irgendwie sowas damit einzufügen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt hier großartig einen offiziellen Trailer bekommen haben. Und der Grund, warum das Ding jetzt hier einfach aktuell gerade auf Facebook total viral gegangen ist, das ist so eine Kettenreaktion. Das Ding sieht eben relativ gut aus. Puki, du hast eben gerade schon geschrieben, die Schrift sieht nicht ganz so geil aus. Damit meinst du wahrscheinlich das hier am Ende.
Auf jeden Fall sieht das Teil eben relativ echt aus und ihr wisst ja, wie es im Internet ist. Es wird dann nicht großartig nachgeforscht oder nachgedacht, wo das Teil herkommt. Nein, es wird eben einfach gesagt, jo, sieht ganz gut aus. Da unten steht ja auch noch Dolby Cinema, das macht schon Sinn. Also hier ist noch ein R, das kenne ich auch von allen legalen Trailern. Das wird schon echt sein. Und dann wird das eben weiter verbreitet. Und je mehr Aufmerksamkeit sowas dann eben bekommt, umso einfacher denken dann eben Leute, okay, das muss echt sein. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer das Ding denn gepostet hat, um das einfach mal abzuschließen, das Thema. Es könnte wirklich sein, dass das einfach ein Leak ist, der rausgeklatscht wurde. Wie gesagt, ich glaube es allerdings nicht. Ja, ist jetzt nicht ganz gerade, ist ja auch vollkommen wurscht. Was ich damit eben einfach nur sagen will, kann man das da unten einigermaßen erkennen hier. Der Kanal, ey, ich weiß nicht, was da für Content mit drauf ist. Wir können ja einfach mal reingucken, was da für Content mit drauf ist. Jurassic World Dominion Teaser Trailer Premiere mit einem selbstgemachten Fake Trailer. Ja, ihr könnt es auf jeden Fall jetzt nicht richtig sehen. Was ich damit einfach nur sagen will, ist, es hat jetzt ganze 2 Klicks gedauert, um herauszufinden, dass diese ganze Jurassic World Teaser Nummer wohl nicht echt ist. Das war jetzt die Recherche dahinter gewesen. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch öfter auftauchen, dass Leute dieses Teil jetzt gerade weiter verbreiten. Es wurde mir, glaube ich, heute 5-mal geschickt, heute Morgen. Dann auf Facebook war das in bestimmten Jurassic-Fan-Seiten auch noch öfter geteilt gewesen. Ja, es ist wahrscheinlich nichts Offizielles, um das einfach mal ganz kurz hier so klarzustellen. Und es hätte mich auch sehr gewundert. Also Universal hätte auf jeden Fall die Kohle, um zu sagen, ja, wir machen da jetzt einfach mal eine offizielle Promophase und fangen damit einfach mal ganz kurz an, das während des Super Bowls zu machen. Das würde irgendwie Sinn ergeben, diese 7 Millionen, die können die auch einfach mal rausschießen. Da ist Jurassic auch wesentlich lukrativer von den Einnahmen her als jetzt ein Monsterverse-Godzilla-Film. Das würde irgendwie dann schon passen.